Man sagt ihm auch nach, er hat auch schon Spiele oder Tore von der Kabine ausgeworfen. Hallo, ich bin Christian Zeitz und spiele aktuell bei der GWD Minden. Im Tor ist natürlich eine schwierige Wahl für mich, weil ich mit sehr vielen erfolgreichen Spielern zusammengespielt habe, wie Henning Fritz, Daniel Weißbrot, Peter Gänzel. Aber ich habe mich für Thierry Omeyer entschieden, weil er den unbändigen Willen hat, jedes Spiel zu gewinnen. Und das nicht nur beim Handball, sondern egal welche Sportart, er will immer gewinnen. Auf Linksaußen habe ich mich für Gudjun Valur Sigurdsson entschieden, weil er hochmotiviert zu jedem Training kommt und auch nach dem Training noch seine Liniensprints macht, um sich zu verbessern. Und er war immer 100% dabei und deswegen auf Linksaußen Gudjun Valur Sigurdsson. Auf Rückraum links ist es sehr schwierig, weil da auch wieder sehr viele Spieler gab, mit denen ich zusammengespielt habe. Aber mich hat immer Nikola Karabatic fasziniert, wie er mit brachialer Gewalt gespielt hat und das auch über mehrere Jahre und immer noch spielt. Und deswegen ist Nikola Karabatic auf halblinks mein Mann. Rückraum Mitte habe ich mich für Stefan Löfgren entschieden. Mit ihm habe ich jahrelang in Kiel zusammengespielt, war ein sehr guter Spielführer und hat auch außerhalb des Spielfelds die Mannschaft sehr gut geleitet und auch ein super Typ. Es ist natürlich schwierig, auf der eigenen Position die Stamm 7 zu finden oder den Stammspieler zu finden, aber ich habe mich für Kim Andersen entschieden, auch ein Mitspieler, mit dem ich in Kiel zusammengespielt habe. Ein Spieler, der wahnsinnige Übersicht hat und auch von weiter hinten Tore werfen kann und man sagt ihm auch nach, er hat auch schon Spiele oder Tore von der Kabine ausgeworfen. Rechts außen ein schon etwas älterer Spieler, Johan Pedersen, auch Spieler in Kiel gewesen, mit dem ich zusammengespielt habe. Ein super Typ, mein ehemaliger Zimmerkollege und auch außerhalb ein sehr witziger Junge und hat man mit ihm viel Spaß gemacht. Auf der Kreisposition habe ich mich für Markus Alm entschieden. Super Spieler, stellt die Sperren sehr gut und hat quasi kaum Krafttraining gebraucht, sondern sah immer aus wie ein Modellathlet und ja, einfach mein Mann am Kreis.